Bitte aufzeichnen. So, also, Ja. wir haben hier das Bitcoin Trading Optiment, wird jetzt vorgestellt. Optiment, das Bitcoin-Lawinensystem. Warum Bitcoin-Lawinensystem? Warum, wenn man das Ding einmal angefangen hat, dann wird man feststellen, es ist am Anfang, sieht es unspektakulär aus, aber es ist tatsächlich eine Lawine. Wenn man sie einmal ins Rollen gebracht hat, dann stapeln sich die Bitcoins. So, also die Blockchain macht es möglich, veröffentlicht als Open-Source-Protokoll von Satoshi Nakamoto 2009. Erstes dezentrales Währungssystem der Welt, sprich, es kommt ohne Banken aus und ist für jedermann kostenfrei nutzbar. Ein bisschen Kosten gibt es doch schon, wie ihr wisst. Bei Bitcoin-Transaktionen muss man dann doch schon mal ein paar Cent oder auch ein paar mehr Cent in die Tasche greifen, aber ist auch völlig okay. Es wird durch den Zusammenschluss von mittlerweile 15 Millionen Computern und Servern weltweit ermöglicht, die Bitcoins erzeugen und den globalen Zahlungsverkehr abwickeln. Die Chance der Stunde. Blockchain, hier sehen wir eine Charts. Das geht so schnell bei Bitcoin, da kommt man gar nicht hinterher. Da steht er noch bei 2416 Dollar. Dann haben wir hier. The need to move money from place to place, the cost of doing so, the overhead, as you put it, makes me think, believe it or not, of Bitcoin, because some people have said, hey, Bitcoin is the answer to those problems. Are you a believer? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. Ja, da sagt er es. Also auch der Bill Gates, der hat klare Meinung dazu. Und Bitcoin ist tatsächlich ein System, was armen Menschen helfen kann. Und auch vor allem, witzigerweise, ist auch ein unbequemes Thema, aber auch beispielsweise bei Flüchtlingen in Zukunft, die über die Welt mittlerweile verteilt sind. Auch die transferieren sehr, sehr viel in ihre Länder und müssen horrende Gebühren bezahlen für ihre Western Union-Überweisung. In Afrika muss man Vermögen, ein wirkliches Vermögen für eine Western Union-Überweisung bezahlen, teilweise bis zu 30%. Also die Ärmsten der Ärmsten werden abgezockt. Und das kann man natürlich mit Bitcoin alles umgehen. Da sehen wir hier Countries, where it is possible to buy food for Bitcoin. Also das sind diese, das sind die Countries, wo man also nur für Bitcoin Essen kaufen kann. Ich sage mal, Bitcoin löst zum einen Bereich auch ein ökonomisches Problem, und auch ein, weil der Zugang zu Transaktionen, zu dem Thema Geldverkehr, in dem Fall durch Bitcoin und Kryptowährungen natürlich viel, viel einfacher ist. Und dann sehen wir hier, Japan accepts Bitcoin as legal payment method, what's next? Also Japan akzeptiert das. Wir haben mitbekommen vor ein paar Wochen im August war das, glaube ich, Juli, August, September. September hat Japan, Quatsch, China gesagt, ja, wir wollen das nicht mehr, wer Kryptowährung eintauscht gegen die Währung Yen, der macht sich strafbar. Mittlerweile sind die Chinesen kurz davor, das wieder zurückzuziehen, weil sie gemerkt haben, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, wer versucht, Bitcoin zu regulieren, obwohl er nicht regulierbar ist, nämlich einfach indirekt zu regulieren, wird ein Verlierer sein in der Weltwirtschaft zukünftig. Die Chinesen haben das innerhalb von 4 Wochen gemerkt, weil sie haben sich nämlich tierisch ins Knie geschossen, weil jetzt die ganzen Chinesen nach Japan gehen und da an der Börse was machen. Also auf Deutsch gesagt, haben sie ihre wirtschaftlichen Ströme nach Japan geschickt. Und das war ein Fehler und deswegen wird China sicherlich irgendwie wieder zurückrudern. Ja? Suddenly Bitcoin to be official legal in India. So, also ist es nicht mehr aufzuhalten, das Thema, ja. Also wer denkt, dass man hier noch was machen kann, alle, die jetzt versuchen, Bitcoin extern über andere Wege zu regulieren, werden zurückrudern müssen, weil sie können das Thema nicht aufhalten. Dann sehen wir hier 20.10.2000, das ist der 30.10., das Datum ist von heute. Da sehen wir hier, der Bitcoin hat hier seit 5 Jahren eine Performance gemacht von 4.790,3%, ja. Das heißt, nur wenn man sie auf dem Wallet liegen hat, also nur auf seinem Konto, hat man 4.790% Wertzuwachs gemacht. Würdest du das wem draußen erzählen, der sich mit der Thematik nicht auskennt, sagt, das kann ja alles gar nicht sein, sowas gibt es nicht. Ja, aber das Schlimmste ist noch,
dass man, wenn man das kombiniert mit Trading, diesen Wertzuwachs, das heißt, diesen Trading-Effekt, diesen Performance-Effekt, wenn man den kombiniert mit Trading, dann kann man sich vorstellen, was da für immense Ergebnisse rauskommen. Und das ist auch der Grund, warum ich das hier Bitcoin-Lawinensystem nenne. Und wir werden es noch sehen. Dann sehen wir hier 30.10. 6.071 Dollar, also hat die 6.000er Grenze überschritten. Ich habe ihm den Bitcoin am Ende des Jahres 7.000 Dollar vorausgesagt, aber es sieht so aus, als wenn wir da Glück hätten, sogar noch drüber zu kommen. Ja? So, dann sehen wir hier 6 Gründe, warum Bitcoins in den nächsten Monaten, Jahren im Wert steigen. Erstens, sie sind nur begrenzt verfügbar und somit wertvoll. Ende Juli 2016 ist die Menge bereits auf 12,5 Bitcoin pro 10 Minuten reduziert worden. Das ist nicht unwichtig zu verstehen, weil wenn eine Sache, ein Gegenstand nur limitiert verfügbar ist, aber Menschen der ganzen Sache einen Wert gegeben haben, dann ist der Nachfrage grundsätzlich höher als das Angebot. Und das ist ein mathematischer Prozess und nicht eine Glaubensfrage. Und ein mathematischer Prozess der Verknappung sorgt unvermeidlich für einen Wertzuwachs. Ja? Dann sehen wir hier, Bitcoins sind dezentral und daher sicherer als Online-Banking und Bargeld. Und vor allen Dingen sind sie nicht kontrollierbar durch den ganz freundlichen Staat, der nur das Beste für euch will, was er euch so erzählt. Und er ist auch nicht kontrolliert durch das monopolistische Bankensystem. Und der Bitcoin ist in Wirklichkeit auch nur geschaffen worden, um diesem destruktiven Finanzsystem von Banken ein Paroli, also ein paralleles System zu installieren. Der Bitcoin ist nicht von Kapitalisten geschaffen. Das Bitcoin-System ist von Anarchisten geschaffen, die dem destruktiven Finanzsystem ihre Macht entziehen wollten und wollen. Ja? Dass wir damit heutzutage einen Haufen Geld verdienen und dass wir da mittlerweile als Spekulationsprojekt benutzen, das ist natürlich nicht verboten, aber es ist nicht der eigentliche Zweck, warum er mal gegründet wurde. Trotzdem dürfen wir es ja natürlich machen. Dann sehen wir hier immer mehr Online-Shops und reale Geschäftslokale nutzen Bitcoin als Bezahlmöglichkeit, sprich die Bitcoin-Währung setzt sich durch. Weltweit mittlerweile mehr als 350.000 Online-Shops und 40.000 Geschäftslokale. Und das wächst von Tag zu Tag. Ja, Bitcoin sind nicht durch Bank und Staat kontrolliert und daher verkehrs- und anlagesicher. Ja, das sollte man wissen an einem Beispiel. Im letzten Jahr wurde in Florida war das, ein Mann wegen Geldwäsche vor Gericht gebracht und hatte diese Geldwäsche über Bitcoins gemacht. Und wie das so ist in Amerika, die Staatsanwaltschaft ist da immer ziemlich heiß und die verhängen ja nicht ein paar Jahre Strafe, weil die ein paar Strafen verhängen, dann machen die das immer gleich über Jahrzehnte. Und der Richter hat das Verfahren, er hat den freigesprochen. Warum? Der konnte es gar nicht durchführen, das Verfahren. Der Richter sagte, ich kann den Angeklagten nicht wegen Geldwäsche verurteilen, weil Bitcoin ist per Definition kein Geld. Also wie kann ich Gesetze anwenden auf etwas, was er gar nicht als Tatbestand erfüllt? Und musste denjenigen, obwohl er wirklich Geldwäsche betrieben hatte, trotzdem freisprechen, weil Bitcoin kein anerkanntes Geld ist. Das ist ganz interessant, das mal zu wissen. So weit geht das übrigens. Ja? Also Bitcoins absolut verkehrs- und anlagesicher. Fünftens, bei Bitcoins gibt es keine Inflation, da ihre Menge mit 21 Millionen Bitcoins beschränkt ist, und zwar bis zum Jahr 2130 oder 2132. Dann erst sind die letzten Bitcoins, also sprich die 21 Millionen Bitcoins voll. Wir sind heute, glaube ich, bei ca. 14 Millionen produzierten Bitcoins innerhalb von einem Zeitraum von knapp 8 Jahren. Da kann man sich vorstellen, wenn 14 Millionen Bitcoins in 8 Jahren produziert wurden und die restlichen 7 Millionen brauchen über 100 Jahre, was das für eine Verknappung und was das für den Preis bedeutet. Durch Bitcoins erhalten 3/4 der Weltbevölkerung endlich Zugang zu einem Zahlungs- und Bankensystem. Ihr müsst wissen, es gibt ca. 2 Milliarden Menschen, die haben kein Konto. Die Menschen bekommen aufgrund ihrer Armut, die wir hier in Deutschland Gott sei Dank nicht kennen, noch nicht, bekommen die gar kein Bankkonto und haben immense Gebühren und Schwierigkeiten, am Geldverkehr teilzunehmen. Also ist Bitcoin auch ein echtes und demokratisches, also eine echt demokratische Möglichkeit, die Menschen, die benachteiligt sind, hier in das System mit einzubinden. Finde ich eine tolle Sache. So, dann sehen wir weiter. Experten schätzen daher den Wert eines Bitcoins mittelfristig bei 10.000 Dollar. Naja, dass das nicht mehr, also vor ein paar Monaten hätte wieder jeder gesagt, das glaube ich nicht. Tja, Stand jetzt sagt jeder, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden immer wieder an den Punkt kommen, wo ihr Leute kennenlernt, die sagen,
nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass der Bitcoin damals steht. Als er 2009 mit 0,003 Dollar gestartet ist, hat sich keiner vorstellen können, dass er bei 50 Dollar steht. Dann konnte sich keiner vorstellen, dass er 4 Jahre später bei 1.132 Dollar steht. Es konnte sich keiner vorstellen, dass er heute bei 6.000 Dollar steht. Und wenn ich heute mit wem spreche, kann sich auch keiner vorstellen, dass er in 4 Jahren bei 80.000 Dollar steht. Was aber so wäre, wenn die Wertentwicklung exakt so wie die letzten 5 Jahre passieren würde. Nur als kleiner Hinweis. Ja, langfristig schätzt man, dass der Bitcoin bei 500.000 Dollar pro Coin stehen sollte. Warum? Gibt es ganz klare Zahlen, Daten, Fakten, die das belegen. Und Mathematik ist ja, wie man weiß, nicht zu betrügen. Dann schauen wir hier einmal diesen Film, die Blockchain und der Anschluss an die Weltwirtschaft. Gemäß der Weltbank haben 74% der Bevölkerung der Erde keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. In meiner Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika, hat etwa die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zum Bankensystem und nicht einmal ein eigenes Bankkonto. Sehr viele Menschen haben keinen Zugang zur Weltwirtschaft, weil sie aus dem einen oder anderen Grund aus dem Finanzsystem ausgeschlossen sind. Ich glaube, Blockchain-Technologie wird viele Menschen aus der Armut befreien. Das ist eine Technologie, die alle Menschen einschließt. Es gefällt mir gar nicht, dass wir so viel Reichtum schaffen, nur für das privilegierte 1% der Menschheit. Mir gefallen Geschäftsideen mit einem Sinn dahinter. Das ist, glaube ich, auch der Punkt für große Firmen. Sie müssen verstehen, dass die Effizienzsteigerung, die neue Technologien mit sich bringen, den gesamten Markt vergrößern und dies zu Kosten, die sehr gering sind. Das wird vielen Menschen zugutekommen. Sehr bald wird es Smartphones für weniger als 5 Dollar pro Stück zu kaufen geben. Alle Menschen, die in Armut leben, werden dann ein Smartphone besitzen, das sie an die Weltwirtschaft anschließt. Schon dies allein ist bahnbrechend. Wenn diese Menschen nun auf ihren Smartphones mit digitalen Währungen in der ganzen Welt Handel betreiben können, dann werden wir die Antwort auf die Frage haben, was passiert, wenn jeder Mensch genug Geld zum Leben hat. Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem hat lange davon profitiert, dass viele Menschen von bestimmten Märkten ausgeschlossen waren. Diese künstliche Verknappung hat den Kapitalismus massiv begünstigt. Was passiert nun, wenn Kapital allgegenwärtig ist? Ja, das ist sehr, sehr aussagekräftig. Das sind alles Dinge, wo da ich jetzt mal der Laie, der sich mit der Thematik nicht rund um die Uhr beschäftigt, natürlich gar keinen Einblick hat. Deswegen wissen viele wirklich nicht einzuschätzen, welches immenses Potenzial hier jetzt gerade hintersteckt, hinter dem Bitcoin oder der Kryptowährung. Schauen wir mal weiter. Dann sehen wir hier, using Google Trends to estimate Bitcoin's users growth. Also hier sehen wir auch, dass sich die Thematik an Trends bei Google widerspiegelt, in welche Richtung das geht. Ja, also hier kann man ganz klar sehen, schauen wir mal. Und zwar, was ist mit dem Thematik Google? Wie werden die Suchbegriffe bei Google hier angezeigt zum Thema BTC, also Bitcoin und US-Dollar? Da sehen wir hier 21.12.2012, was ja noch gar nicht so lange her ist. Da sehen wir hier, da ist ja fast gar nichts. Dann sehen wir hier 2014, 2015. Und jetzt geht es hier ab wie Rakete. Das heißt, das Exponentielle, also die, ich nenne das immer waldbrandmäßige Verbreitung, hat jetzt erst in den letzten ca. 12, 18 Monaten angefangen. Und jetzt wird das wie ein Waldbrand wird sich das ausbreiten. Und wir werden erleben, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war noch ein Kindergeburtstag dagegen, was jetzt passieren wird an Verbreitung, Bitcoin, Wertzuwachs und so weiter. Ja, dann sehen wir hier, Bitcoins Users double every 12 months. Das heißt, die Benutzer von Bitcoin verdoppeln sich alle 12 Monate. Also hier sehen wir es an der Kurve 2013, wir sind jetzt 2017. Das ist der Grund, warum es nicht aufzuhalten ist, dass ein Bitcoin steigen muss, weil wenn die Menge begrenzt ist, aber sich die Zahl der Nutzer alle 12 Monate verdoppelt, dann reden wir hier wirklich über eine Goldgrube. Und warum, wie man so schön sagt, benutzt die nicht jeder? Nee, ganz einfach, weil nicht jeder bereit ist, sich Innovationen anzuschauen, sich nicht jeder die Zeit nehmen will, sich nicht jeder damit beschäftigen will. Und wie es im Leben so ist,
Die Leute, die es tun, werden auch belohnt. Übrigens für alle anderen mit, die es nicht tun. Schauen wir hier. Studie der Cambridge Universität im April 2017 über die Zahl der aktiven Bitcoin-Nutzer. Ich gehe direkt in den Text und sage hier, man schätzt sie zwischen 2,9 und 5,8 Millionen Nutzern. Schwer zu beziffern. Das ist der Ist-Stand. Aber was viel wichtiger ist, was sagt nämlich die Kurve der Anwender von neuen Technologien aus? Das sind Kurven. Wir sehen ja das Telefon von 1900, wie sich das entwickelt hat. Wir sehen ja das Radio, Telefon, Computer. Und wir sehen hier, umso weiter wir in der Geschichte seit 1900 nach vorne gehen, dann sehen wir hier das Smartphone und das Internet hat sich in einer brachialen Geschwindigkeit steil nach oben entwickelt. Das heißt, eine unglaubliche Marktverbreitung, eine Markteroberung durch das Thema Smartphone und Internet. Und das wirkt auch dafür sorgen, dass der Bitcoin immer mehr und schneller akzeptiert wird. Ja, dann sehen wir hier Penetration auf Target Market. Also wie geschieht eine Eroberung eines Marktes? Das sehen wir hier oben unten. Ganz klein die ersten Anwender, das ist so die Phase gewesen bei Bitcoin von 2009 bis 2010. Das waren so die Early Adopters, die Anwender. Dann so ab, bis 2013, also 2009 bis 2013 waren so die Early Adopters, die ersten Anwender. Dann so ab 2013, dann hat sich der Kurs ein bisschen korrigiert und dann 2015 beging langsam die Mehrheit. Und wir sind jetzt noch nicht in der Mehrheit. Es beginnt gerade erst in der Mehrheit. Für die nächsten 5, 6 Jahre wird sich das in der Mehrheit verbreiten, vielleicht auch 7. Und dann kommen irgendwann so die Nachzügler. Und das ist für uns die große Chance, an diesem massiven Wachstum sowohl an dem Bitcoin-Kurs als auch durch das Trading zu partizipieren. Dann sehen wir hier nochmal, wie das dann aussieht bei 50% Mehrheit 2025, wie sich dann hier diese Kurve entwickelt. Und wie lange das noch dauert, bis 50% davon erreicht ist von der Mehrheit. Also wir haben noch Zeit, unglaublich an diesem Markt mit zu partizipieren. Und wie gesagt, solche Chance bin ich offen, glaube ich nicht, dass es die so schnell nochmal gibt, denn wir reden hier über eine komplette Verschiebung der Weltwirtschaft und der kompletten Ökonomie. Also das ist hier nicht eine Revolution, das ist eine Evolution, die hier stattfindet. So, und dann sehen wir hier Weltbevölkerung. Im März 2017 sind 7,5 Milliarden gewesen. 2025 werden es 8,1 Milliarden sein. Jetzt schauen wir aber eins, und das ist eine wichtige Zahl. Mit Internetzugang haben wir derzeit 3,4 Milliarden Menschen. 2025 ist es fast eine Verdopplung. Die Benutzerzahl von Bitcoin sind heutzutage 5,8 Millionen. Und hier wird bei 2025 mit 3 Milliarden gerechnet. Ich kann euch sagen, wenn das wirklich 3 Milliarden wären, dann sprengt das alle Vorstellungskraft, die ihr euch im Moment jeweils vorstellen könnt, übrigens auch meine. Denn ich kann euch zeigen, was nur bei 400 Millionen Benutzern, nur 400 Millionen Nutzer mit dem Bitcoin-Preis passieren würde. Ja? Also der würde nicht bei 500.000 stehen. Bei 3 Milliarden BTC-Nutzern wäre der Preis von Bitcoin astronomisch. Bei 400 Millionen Bitcoin-Nutzern wäre nämlich schon der Preis von ca. $500.000 Pi mal Daumen erreicht. Wir schauen hier mal, der erste Snapchat-Investor erklärt, warum die wahre Bitcoin-Revolution noch bevorsteht. Wir sehen hier, in den vergangenen 7 Jahren war Bitcoin weltweit eine der erfolgreichsten Währungen, aber laut Jeremy Lee, dem ersten Snapchat-Investor und dem Blockchain-Geschäftsführer Peter Smith, hat die Digitalwährung ein noch viel größeres Potenzial. Und dann sehen wir hier, warum ist das so? Hier sind die Daten, Zahlen, Daten, Fakten, die mathematisch die Aussage dafür begründen. Bitcoin hat 2017 einen Wert von $1.000. Ja, das war mal. Zweitens, die Nutzerzahl wird bis zum 2030 um den Faktor 61 wachsen. Also viel weniger, als hier eigentlich gerade gezeigt wurde. Durch die Internetzugänge wurde ja 3.000 Millionen Menschen angezeigt. Hier, wenn mir nur der Faktor 61 vorliegt, dann reicht das schon aus. Nämlich, in anderen Worten, wir benötigen eine Anzahl von Bitcoin-Nutzern, die ein Viertel von Chinas Einwohnerzahl entspricht. Oder 5% der globalen Population, das heißt nur 5% von roundabout 8 Milliarden Menschen, nur 400 Millionen, müssten den Bitcoin benutzen, damit der $500.000 Wert erreicht. Das ist mal eine sehr überschaubare Zahl.
Der durchschnittliche Wert von Bitcoin pro Nutzer wird $25,000 erreichen. Wenn institutionelle Investoren mit Bitcoin handeln, erfahrene Investoren mit Bitcoin zahlen und sich börsenorientierte Fonds basierend auf Bitcoin vermehren, glauben wir, dass der durchschnittliche Bitcoin-Wert pro Nutzer um etwa $25,000 steigen wird. Dazu gehe ich drauf ein. Das bestätigt auch, dass wir hier in unserem Trading, was wir gerade noch vorstellen, Leute haben, die unglaubliche Summen in Bitcoins umtauschen und hier mit 10, 20, 30, 40, 50 Bitcoins, 80, 90, 100 und auch mehr in Zukunft reinkommen. Und ich sage euch nur ein Beispiel als Insider, weil letzte Woche war es wieder mit Krypto-Tradern an einem Tisch in Hamburg. Ich war da eigentlich eingeladen, hatte aber einen Grund, dass ich da nicht sein konnte. Die haben einen Kunden gehabt, der hat 150 Millionen im Trading investieren wollen und der hatte noch keinen einzigen Bitcoin. Ich habe vorletzte Woche mit dem geredet, der hat einen Investor, der will erstmal nur als ersten Schritt 80 Bitcoins investieren, hat aber noch gar keine Bitcoins. Das heißt, die Leute, die jetzt kommen, müssen immense Beträge in Bitcoins umtauschen, die haben die noch gar nicht in Bitcoins. Und das geschieht gerade weltweit. Könnt ihr euch vorstellen, was für immense Summen aus vermögenden Investoren, Vermögensverwaltung, Spezialabteilung von Banken etc. etc. jetzt hier reinmarschieren werden? Der Preis wird astronomisch nach oben gehen. Viertens, der Börsenwert von Bitcoin im Jahr 2030 richtet sich nach der Zahl der Bitcoin-Inhaber multipliziert mit dem durchschnittlichen Bitcoin-Wert, der ja, wie gesagt, aufgrund der hohen Investitionszugänge massiv steigt. Und Bitcoin wird 2030 etwa 20 Millionen Finanzierungsrunden haben. Ja? Bitcoin-Preis und Nutzerzahl wird 2030 $500,000 und 400 Millionen Nutzer betragen. Dieser Preis errechnet sich durch die Division eines Börsenwerts von $10 Billionen durch die feste Anzahl von 20 Millionen Finanzierungsprozessen. Ist schon sehr interessant. Ja, jetzt kommen wir zur Optiment, der Trading-Plattform. Was hat die für Unique Selling Points? Was sind hier die Highlights? Dann schauen wir hier. Ein einzigartiges Konzept. Sehen wir hier Bitcoin Trading Software. Dann sehen wir hier rechts in dem gelben Punkt Bitcoin-Einlage und Auszahlung. Da sage ich gleich noch was. Dazu kommt dann die Bitcoin-Hebelwirkung. Der Bitcoin macht ja an sich schon einen Wertzuwachs. Und dann plus dem Trading natürlich zu dem Trading-Ergebnissen dazu summiert sich die Hebelwirkung des Bitcoins. Dadurch gibt es ein passives Einkommen und es gibt ein sicheres Arbitrage-Trading, was ich gleich auch noch erkläre. Wichtig ist zu wissen, und das ist das, was viele jetzt vielleicht nachvollziehen können. Es gibt unglaublich viele Systeme, zum Beispiel Mining. Da zahlt man zum Beispiel in Bitcoins ein, bekommt aber seine Ergebnisse in Euro ausgezahlt. Und auch es gibt zum Beispiel andere Trading-Unternehmen, wo man in Bitcoins einzahlt und kriegt in Euro ausgezahlt, zum Beispiel 15% im Monat. Das ist aber ehrlich gesagt ein Nachteil für die Anwender. Warum? Weil sie nicht den Wertzuwachs des Bitcoin mitnehmen können. Wenn alles auf Bitcoin beruht, Einzahlung, sowohl die Auszahlung, die Renditen, alles, nimmt man natürlich auch den gesamten kumulativen Wertzuwachs des Bitcoin mit. Und das sorgt dann dafür, dass man die entsprechend hohen Ergebnisse mit dem Trading zusammen hat. Schauen wir weiter. Ein Arbitrage-Trading mit Software, Sicherheit von Echtbörsenhandel, Einlagen mit Bitcoins, Gewinnausschüttung in Bitcoins, Ausnutzen der Hebelwirkung des Bitcoins. Ja, jetzt muss man auch dazu wissen, dass dieses Modell, und das ist heute auch der Grund, warum wir die Prozesse im Trading auflegen lassen, dass die Trading bisher mit einer Software auf Aktien stattgefunden hat. Das heißt, bisher wurde mit 2% die Woche, das war ja die Rendite, die ausgeschüttet wurde, Aktientrading gemacht auf Blue-Chip-Aktien. Jetzt, seit Oktober, wurde mit entsprechender Vorlaufzeit in der Testphase mit erfahrenen Krypto-Tradern auch das Krypto-Trading eingeführt. Und das Krypto-Trading, das weiß ja jeder, der sich das heute auch anschauen wird, wird ja eine Sonderaktion mit 4% pro Woche. Und das ist auch der Grund, warum heute die Krypto-Trading-Prozesse von dem IT-Experten und Bitcoin-Experten und auch Lizenznehmer von Optiment aufgezeigt werden. Hier, gleich hier live. So, dann sehen wir, warum Optiment. Einlagen bei Optiment funktionieren nur mit Bitcoins. Das bietet Ihnen folgende Vorteile. Ihre depositierten Bitcoins stehen sekundenschnell fürs Trading zur Verfügung. Kurssteigerungen wirken sich positiv auf die Einlage aus. Lukrativ mit Fixverzinsung von 1,5 oder 2% pro Woche. Wie gesagt, Aktion jetzt noch 4% pro Woche. Und zwar
verlängert bis zum 20. November einmalig. Also für alle, die es noch nicht wissen, bis zum 20. November kann man beim Krypto-Trading mit 4% die Woche einsteigen. Warum bis zum 20. November verlängert anstatt 31.10.? Weil wir heute erst die Krypto-Charts und Analysen heute am 30.10. erst alle aufzeigen, damit jeder, der sagt, oh, jetzt habe ich schwarz auf weiß gesehen, noch bis zum 20. November Zeit hat, so viel wie möglich sich an Bitcoin zusammenzuholen und diese Chance für die nächsten 2 Jahre von 4% pro Woche nutzen zu können. Da sehen wir hier Einlagenbindung nur 26 oder 52 Wochen. Es gibt eine Ausnahme, wer die 4% pro Woche für 26 Monate fest haben will, der muss dann also sich auch auf 26 Monate, sprich 104 Wochen festlegen, hat dann aber auch dafür 4% die Woche. Ja, neues, und das war das Neue, reines Krypto-Trading, 4% die Woche, Sonderaktion bis zum 20. November 2017, danach geht es runter auf 3%, dann bis Januar auf 2,5%. So, 104 Wochen Einlagenbindung, und das, was jetzt negativ klingt, es gibt ja immer Minusdenker, die denken als erstes, ja Mensch, das ist ja doof, 104 Wochen, nein, das ist positiv, wenn man das mal durchrechnet mit dem Gewinnrechner, weil man hat die 4% pro Woche fest für 104 Wochen, und was das hinten raus für eine Lawine aufschüttet, das ist schlichtweg unglaublich. Ich habe es durchgerechnet für meine Investition, die nicht ganz unerheblich sein will. Ich sage jetzt keine Zahl, weil ich nicht angeben will, aber die wird nicht ganz unerheblich werden. Und da kann ich nur sagen, das macht richtig Spaß, wenn man 4% pro Woche fest hat und auch noch über Entnahmen Gewinne rausnehmen kann. Ja, durch Reinvestments wird ein Zinseszinseffekt geschaffen, der völlig unterschätzt wird von den meisten, und es ist ein sicheres Arbitrage-Trading. Also sicher ist natürlich ein wichtiges Wort. Dann sehen wir, dieses einzigartige Bitcoin-Trading-System gibt es nur bei Optimum. Wie funktioniert das System? Ihr Konto im Optimum Trader, also man öffnet sein Konto als Investor über den Empfehlungsgeber, der einem dieses Optimum-System zugänglich gemacht hat, beziehungsweise der einen darauf aufmerksam gemacht hat. Also der braucht man dann den Empfehlungsgeber-Link, und dann wird dann mit den Tradern und mit der Trader-Software wird dann blitzschnell gearbeitet, und die Ausführung der Trades passieren an der entweder Aktien oder, wenn man das Krypto-Trading jetzt mit der Sonderaktion benutzt, an der Kryptobörse. Dann sehen wir hier, was ist Arbitrage? Arbitrage ist eine Trading-Strategie, bei der kurzfristigen Kursunterschiede eines Assets in den Märkten ausgenutzt werden, um einen Gewinn zu erzielen. Erklärung: Asset ist eine Anlageklasse. Also man kann Kursunterschiede verschiedener Anlageklassen in den Märkten nutzen, um damit einen Gewinn zu erzielen. Trader, die diese Strategie verfolgen, nennen sich Arbitrageure. Wie funktioniert Arbitrage? Ineffizienzen führen gelegentlich zu Kursunterschieden zwischen den Märkten. Daher werden Assets, also Anlageklassen, manchmal zu einem bestimmten Preis in einem Markt angeboten, während an einem anderen Markt ein etwas höherer Preis erzielt werden kann. Das Ausnutzen dieser Situation wird manchmal reine Arbitrage genannt. Ich kann auch ein Beispiel geben. In Simbabwe wurde der Bitcoin, als er hier bei 5.000, glaube ich, stand, wurde er bei 7.000 Dollar gehandelt, weil Simbabwe eine riesen Inflation hat. Und so ist es auch in anderen Märkten. Man hat also Preisunterschiede, und diese Preisunterschiede kann man handeln und nutzen. Und das ist ein sehr lukratives Geschäft. Ist Arbitrage mit Risiken verbunden? Theoretisch soll pure Arbitrage risikofrei sein. In der Praxis ist dies jedoch häufig nicht der Fall. Es besteht die Möglichkeit, dass die Transaktion aufgrund eines plötzlichen Kursbewegungs nicht mehr gewinnbringend abgeschlossen werden kann. Dazu muss man natürlich auch wissen, also ich verrate euch jetzt was, was nicht unbedingt so beliebt ist, aber ich habe auch Kontakt zu anderen Krypto-Tradern, die zum Beispiel ab 1 Million Anlagesumme arbeiten und so weiter. Es ist durchaus üblich, dass gute Krypto-Trader, dadurch, dass im Krypto-Trading die Börse sehr, sehr volatil, also die sehr stark in Bewegung ist, dass gute Krypto-Trading 70, 80, 90, 100, 150% im Monat schaffen im Schnitt. Es ist auch üblich, dass man Krypto-Trader einen Monat minus 200% macht und den nächsten zum Beispiel schafft, plus 400% zu machen. Davon kriegt aber der Anleger hier gar nichts mit. Deswegen ist Arbitrage zwar nicht als risikofrei zu bezeichnen, aber das Wort Risiko ist in dem Fall relativ, weil es wird ja über das Jahr hinweg ein Schnitt erreicht, und der ist hinter den Kulissen so groß, aber so immens, was die sich in die Tasche stecken, dass man die 4% pro Woche hier wirklich aus der Portokasse bezahlen kann. Jetzt kann natürlich jeder jammern und sagen, ja, warum zahlen sie uns zu wenig? Ja, dann kann ich nur sagen, ja, wenn einer ein transparentes Trading bekommt, was sauber, seriös, vernünftig aufgestellt ist,
Und er kriegt 4% die Woche und der ist damit nicht zufrieden und hat oben noch eine Riesensicherheit drin. Dann sage ich immer, ja gut, dann soll er es nicht machen, weil diese Gejammerei gibt es immer irgendwo. Fakt ist, was ich damit sagen will, der Trading-Prozess ist hier mit einem immensen Übergewinn abgebildet, sodass es ganz locker ist, die 4% pro Woche auch abzubilden. Ja? Dann sehen wir hier, wie funktioniert unsere Trading-Software. Ja, man ist ja relativ einfach, das hat jeder schon mal gehört. Man verkauft, wenn es teuer ist und kauft, wenn es billig ist. Das ist ein automatisierter Prozess. Das machen die Trader im Krypto-Trading manuell. Der entscheidende Punkt ist, wie macht es normalerweise die breite Masse, also die 80-90%. Klassiker, sie kaufen, wenn es teuer ist und verkaufen, wenn der Preis weiter runtergeht. Deswegen verdienen die meisten Leute ja nun auch, die sich nicht mit Investitionen auskennen, verdienen dann auch kein Geld. So, also hier ist das durch die entsprechenden Krypto-Trader und durch die Software gesichert. Dann sehen wir hier, Sicherheit ist uns wichtig. 100% Satisfaction Guarantee. Optimum hält einen Teil der Erträge als Einlagensicherung zurück. Also nicht ganz unwichtig. Ja? Also hier ist auch immer eine Rücklage da. Dann sehen wir hier, ein Viertel des gesamten Portfolios stammt aus dem persönlichen Vermögen des Erfinders, dem Dänen, dem Niklas, der das eigentlich nur für institutionelle, also für vermögende Kunden gemacht hat, hat nie Interesse gehabt, das Ding public zu machen, breite Masse, Network, 0,0 interessiert. Klar, wenn man Vermögen hat, das also deutlich im dreistelligen Millionenbereich ist, dann will ich jetzt nicht frech sein, aber dann hat man auch keine Lust mehr, im Network-Marketing rumzuspringen oder im Empfehlungsmarketing. Ist ja auch nicht schlimm, weil dann hat man ja nun tatsächlich was geschafft. Der Niklas möchte im Hintergrund bleiben, aber Bernd Peierhöfer, der hier auch der Lizenznehmer ist, hat diese Lizenz bekommen. Der wird uns ja heute auch erklären, wie die Trading-Prozesse funktionieren. So, dann sehen wir hier, die Einlagensicherung beträgt 35.000 Bitcoins, die vom Gründer, Eigentümer des Trading-Systems hier mit drin liegen. Ja, das nenne ich jetzt mal eine entsprechende Größenordnung. Und vor allen Dingen eins, man kann natürlich mit diesem Grundbetrag ganz anders die Märkte bewegen, richtig gehört. Man kann mit so großen Summen selbst die Märkte bewegen, dass natürlich ganz andere Trading-Möglichkeiten da sind, als würde man nur mit 1-2 Millionen traden. Ja, ein Teil der Nettoerträge des Projektes werden reinvestiert und Investitionen natürlich weiterhin in die Trading-Software, in den Ausbau des Tradings, weil das ja das Herz der ganzen Company ist. So, funktionsweise Handling. Der Optiment Online Trader bietet eine einfache Handhabung, Trading, Verwaltung und Bedienung durch ein übersichtliches und einfaches Backend. So, jetzt sage ich schon mal hier an der Stelle dazu. Heute ist der 30.10.2017. In der nächsten Woche, also in der zweiten Novemberwoche, Ende der zweiten Novemberwoche, wird ein neues Backoffice kommen bei Optiment. Neue Webseite, zigmal besser, übersichtlicher. Es werden alle Dinge 100% funktionieren. Also das hier ist ein Ist-Stand am 30.10.2017. Die zweite Novemberwoche von 2017 wird hier eine total neue Webseite vom Feinsten auftauchen. Also viel, viel besser von der Handhabung. Falls einer von sich gesagt, zu sich schon gesagt hat, Mensch, naja, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, kommt zweite Novemberwoche. Also es gibt viele, viele Verbesserungen. Und dann sehen wir hier, es gibt zwei Laufzeitvarianten, um die Kapitalbindung flexibel zu gestalten. Variante 1, Kapitalbindung 52 Wochen, Kapitalrendite 2% pro Woche, Reinvestment automatisiert, kann man wählen zwischen 30% und 70%. Oder aber Variante 2, Kapitalbindung 26 Wochen, wöchentliche Kapitalrendite 1,5%, Reinvestment auch wählbar, 30% bis maximal 70%. Und jetzt kommt natürlich Variante 3, Krypto-Trading, Bindung ist dann halt 104 Wochen. Und da gibt es 4% fest für 104 Wochen, 4% pro Woche fest, Reinvestment 30% bis 70%. Die Bitcoin-Rendite-Auszahlung erfolgt wöchentlich. Das Reinvestment wird automatisch auf das Bitcoin-Trading-Kapital aufgeschlagen und die Renditeannahmen ab einem Betrag von 0,01 BTC als Bitcoin sind möglich. Heißt, was ich hier an der Stelle auch erklären muss, weil ich es für mich selbst durchgerechnet habe und auch für Partner aus dem Immobilienbereich, die mit großen Beträgen hier reinkommen wollen: Wenn einer beispielsweise Liquidität auf dem Konto liegen hat und sagt, das Geld kann ich nicht investieren, ich brauche eigentlich jeden Monat eine bestimmte Summe, dann kann er, wenn er das mit dem Gewinnrechner von Optimum ausrechnet, kann er sich das genau ausrechnen, dass er sagt, aha, ich schmeiße jetzt so und so viel hier rein, was ich eigentlich gar nicht gemacht hätte, weil ich das ja als Liquidität brauche, gehe auf eine Reinvestmentquote von X oder Y
und kann sich das genau zurechtlegen, wie viel Entnahme er dann über die nächsten 104 Wochen hat, heißt auf den Punkt gebracht. Man kann über Liquidität jede Woche verfügen, obwohl man investiert hat, und trotzdem sammelt sich parallel eine Riesenlawine an Bitcoins ein. Beispiel, was ich dann für mich auch persönlich durchgerechnet habe, damit man es einmal nur gehört hat und sagt, ah, so wirkt sich das also aus. Das ist der Punkt, dass wenn man in einer Größenordnung von zum Beispiel 50.000 Euro in Bitcoins investiert, dann hat man bei 70% Reinvestment, das ist ganz wichtig jetzt die Zahl, man hat also 50.000 investiert in Bitcoins, in Euro, man hat 70% Reinvestment gemacht, dann kann man im ersten Jahr 13,7 Bitcoins mal den Wert, den der hat, laufend durch die Wochen entnehmen. Das ist ein schönes Kapital. Das wären nach dem heutigen Bitcoin-Kurs schon allein 65, fast 70.000 Euro, die man entnehmen könnte als Liquidität. Und wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt, sogar noch viel mehr in Euro gerechnet. Im zweiten Jahr wären das 58 Bitcoins Entnahme, die dazukommen. Und trotzdem hat man noch 663 Bitcoins, die einem gehören und ausgeschüttet werden nach 26 Monaten liegen. Da kann also jeder genau nachdenken, ob es nicht Sinn macht, bevor die Liquidität auf dem Konto vergammelt, sie lieber hier einzubringen und sowohl über die Liquidität, über das passive Einkommen, Investmenteinkommen, als auch über die Ansammlung sich finanziell frei zu machen. Dann sehen wir hier die Beispielsrechnung, Tradingkapital, 2 Bitcoin, 10.000 Dollar circa, das kommt ja jetzt auch nicht mehr ganz hin, steht jetzt schon bei 6. Kapitalbindung 52 Wochen, wöchentliche Kapitalrendite 2% nur pro Woche, Rendite Reinvest 70%, Renditeentnahme 30%, Renditeentnahme in 52 Wochen 0,9 Bitcoin, Kapitalfreistellung nach 52 Wochen ca. 2 Bitcoin. So, und wenn ihr das gerade gehört habt, was ich euch vorher schon erzählt habe, Reinvestmentrendite 3,4 Bitcoin, Gesamtkapitalrendite 4,3 Bitcoin. So, und ich habe gerade über 4% die Woche gesprochen. Wenn ihr zugehört habt, ein Riesenunterschied, was sich nach hinten vom Zinseszins auswirkt. So, dann sehen wir hier spezial reines Krypto-Trading bis 20.10.2017. Trading-Kapital 1 Bitcoin, Kapital 104 Wochen, Kapitalbindung 104 Wochen, wöchentliche Kapitalrendite 4%. Rendite Reinvestment 70%, Renditeentnahme 30, also 30 kann man entnehmen. Renditeentnahme in 104 Wochen 7,15 Bitcoins. Kapitalfreistellung nach 104 Wochen 1 Bitcoin. Und die Gesamtrendite beträgt auf 1 Bitcoin, auf eine 66,35 Bitcoin. Ja? Gesamt inklusive der Ausschüttung reden wir hier über 73,5 Bitcoin, die man einnimmt. Also es macht Spaß, ja, es macht richtig Spaß. Dann sehen wir hier das Backoffice einer Person, wo wir den Namen, ist ja eh ein anonymes Backoffice, da sehen wir hier oben Initialdeposit im Oktober 2016 hat derjenige 6.000 Dollar in Bitcoins investiert, 6.000 Dollar in Bitcoins. Sehen wir hier, wie viel ist es jetzt? 17,86 Bitcoins, aber zum Wert von heute, das ist übrigens vom Juli, schaue ich immer, das Deposit, das war 70% Reinvestment und jetzt sehen wir hier, er hat sich 3,369 Bitcoins noch ausgezahlt, auch noch dazu. Das sind 30% Auszahlung, 70% Reinvestment. Das bedeutet insgesamt 21,23 Bitcoins. Im Juli 2017 sind die 51.000 Dollar wert gewesen. Das ist eine fast Verzehnfachung des Kapitals. Mittlerweile, Juli, August, September, sind da natürlich weitere Bitcoins ins Deposit gekommen, weitere in Auszahlung. Das bedeutet, derjenige hat in einem Jahr mit dem Wertzuwachs des Bitcoins das locker auf knapp 80, 90, 100.000 Euro, Dollar hochgeschraubt. Das ist ein Wahnsinn, was man völlig unterschätzt, wie dieser Effekt sich auswirkt. Ja. Aber es gibt noch mehr. Und da kommen wir jetzt danach zu. Es gibt noch ein Affiliate-Programm. Jetzt hole ich mal den Bernd Peierhöfer, den Lizenznehmer von Optiment, in den Call rein. Bernd, bist du da? Ja. Hervorragend. Super, Bernd. Also Bernd Peierhöfer nochmal vorgestellt. Für die, die sich später eingeklinkt haben, IT-Experte, eigener Programmierer, kann richtig was.
ist international im Bereich Bitcoin-Szene vernetzt und ist der Optiment-Lizenznehmer, der das hier sehr nachhaltig und vernünftig betreibt. Ich durfte Bernd in den letzten 4 Wochen kennenlernen und er ist ein Top-Typ und ist da, wenn man ihn braucht. Und das macht mir richtig Spaß, weil das ist das, was wir hier auch brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Ja, Bernd, ich würde sagen, wenn du zeigst jetzt mal die Trading-Prozesse, erklärst auch den Hergang, wie die Story ist, dass die Firma entstanden ist und gibst mir dann einfach, wenn du fertig bist, die, ich sag mal, die Hand wieder zurück, dass ich dann weitermachen kann. Passt. Vielen Dank, Frank. Ja, wenn ein Deutscher und Österreicher so nett ankündigt, dann schon was ganz Besonderes. Ja, sehr gerne. Ja. Ich werde versuchen, in Hochdeutsch zu sprechen. Nein, bleib einfach so, wie du bist. Ich finde den Wiener Akzent sexy. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Wie gesagt, mein Name ist Bernd Beierhofer. Vielleicht kurz zu mir, zur Entstehung von Optiment und dann schauen wir uns die Trading-Prozesse an. Ich bin selbst seit 17 Jahren IT-Unternehmer. Das heißt, hatte das Glück, sehr jung Internetportale aufzubauen. Also ich habe unter anderem eines der größten Immobilienportale Österreichs aufgebaut und so weiter. Habe dann zum ersten Mal 2011 von Bitcoin gehört. Habe gedacht, nette Idee, wird sich aber nicht durchsetzen. Bitcoin war damals so auf einem Dollar. Und das war es dann eigentlich für 2 Jahre. Bis dann 2013 habe ich dann auf YouTube was gesehen über Bitcoin und die Revolution und Bitcoin auf 250 Dollar. Und dann war ich halt so angeteased, dass ich mir das Thema angeschaut habe näher und war dann halt total begeistert, weil ich zum ersten Mal Dezentralität verstanden habe. Das heißt, und das war so, dass ich gedacht habe, hey, wenn das wirklich aufgeht, dass man alles dezentralisieren kann, dann wird das alles verändern. Und habe dann auch ein Interview gelesen von Bill Gates, der gesagt hat, dass Bitcoin die Welt mehr verändern wird, als es das Internet getan hat. Und das war so für mich noch die Draufgabe und habe gedacht, hey, wenn das stimmt, was hier Bill Gates sagt, dann wird das richtig spannend. Habe das dann verfolgt, habe aber selbst vielleicht ein bisschen zu Hause gemeint, habe aber nicht kein ernsthaftes Geschäft damit betrieben und habe dann 2015 Mining Pools aufgebaut, habe selbst gemeint und so weiter. Das heißt, war aber jetzt nicht im Network tätig. Ich war kurz bei einem Mining-Unternehmen tätig im Affiliate eigentlich, war aber jetzt gar nie so der Networker. Ich habe schon immer Marketing und Vertrieb gemacht, aber war jetzt kein Network-Marketer, so wie Frank, glaube ich. Und ja, dann ist es weitergegangen, dann habe ich selbst begonnen zu traden. So, das war Ende 2015 und habe gesehen, dass da als Laie wie mir wahnsinnige Renditen möglich sind. Das heißt, wir haben teilweise das Kapital verdoppelt, verdreifacht pro Monat und das als Laie und das war halt der Wahnsinn für uns. Also ich und meine Freunde, wir haben damals eigene Gruppen gegründet, schon 2015 und haben uns halt Empfehlungen gegeben und so weiter. Jedoch hatten wir es dann noch 3 Monaten die Nase voll, um genau zu sein. Wir hatten keine Lust mehr, selbst zu traden, weil ich war 12, 13, 14 Stunden vorm Computer jeden Tag und das war mir einfach zu viel. Und habe dann auch nebenbei, neben den Mining Pools, auch ATMs in Österreich aufgebaut. Das heißt, wir haben ja, im Gegensatz zu Deutschland, ist es ja legal hier. Das heißt, hier stehen ja zig Bitcoin-Automaten. Und die habe ich gemeinsam mit der Firma Coindit, einer der größten Exchanger, aufgebaut. Und da haben wir Automaten aufgestellt, einen Exchange aufgebaut und so weiter. Und habe dann durch den Coindit-Chef, der uns damals erzählt hat, er ist sein größter Kunde, ist Lukas Masur, der hat, der tauscht jedes Monat bei ihm so um 200.000 bis 300.000 Euro Bitcoins. Und der tradet das. Und ich habe gesagt, hey, lass uns mal mit dem skypen, wenn der das selbst tradet, dann brauche ich nicht selbst traden. Und der wollte ja gar nicht mit uns skypen. Der hat uns ausrichten lassen, so ab 1 Million können wir mit ihm in Kontakt treten. Und wir haben gesagt, hey, 1 Million haben wir nicht. Oder wollen wir zumindest auch nicht investieren in einen Trader. So war das. Und irgendwie hat es ja dann doch, im August 2016, hat er dann gesagt, okay, dann lass uns mal skypen. Und ich habe dann gesagt, hey, wir haben keine Million, aber wir könnten ein Affiliate-System aufbauen und so halt über Affiliate-System ein paar Millionen einsammeln. Und dann hat er gesagt, ja, es interessiert ihn eigentlich nicht, Network-Marketing, das ist, oder Affiliate, das interessiert ihn nicht.
das sind nur Großinvestoren, und hat uns dann ein Affiliate-System aufgesetzt Anfang September mit 7%. Das heißt, er hat uns 7% bezahlt und wir haben gesagt, das ist uns egal, wir wollen das einfach mal testen, ob das funktioniert. Wir waren da völlig unterbezahlt, aber wir waren halt so begeistert vom System. Und so hat sich das halt entwickelt. Irgendwie hat er dann halt gesehen, okay, die Jungs kriegen halt doch was weiter, ohne dass ich halt viel Aufwand habe, und haben dann höhere sozusagen Provisionen bewirkt und haben dann halt gemeinsam das System aufgebaut. Und ich habe dann gesagt, hey, ich schreibe dir den ganzen Affiliate-Plan, wir machen die ganzen Marketing-Tools, und dafür möchte ich aber die Lizenzrechte, dass nur wir das vertreiben dürfen. Das heißt, wir sind ich, mein Bruder und ein Geschäftspartner von mir. Und so haben wir Optioment sozusagen gestartet. Das heißt, der Riesenunterschied, was ich halt so mitkriege im Markt, ich beobachte den Mitbewerb kaum, war halt nicht, dass eine Firma zu uns gekommen ist, sondern wir sind halt zu denen gegangen, weil wir gesehen haben, dass die halt traden und wollten halt ihr System haben. Das heißt, das war so der große Unterschied eigentlich. Das heißt, es war von Anfang an halt nicht geplant, irgendeine Abzocke, sondern also das Trading läuft ja, das habe ich gar nicht erwähnt, schon 8 Jahre. Das heißt, diese Software, die sie selbst programmiert haben, ist auch nichts Zugekauftes. Das Trading läuft seit 8 Jahren und deshalb haben die auch so viele Bitcoin. Er hat uns damals eben auch die 35.000 Bitcoin gezeigt im September. Und ja, das ist ja jetzt 10-mal so viel nochmal. Das heißt, der hat sein Kapital auch ohne Trading die letzten 12 Monate verzehnfacht. Ja, und so weiter. Das heißt, jetzt sind wir halt so weit, dass wir auch, Frank hat es vorher angesprochen, eine neue Seite aufbauen. Weil das heißt, die alte Seite war halt auch nur gedacht für ein paar tausend Leute. Und wir haben halt mittlerweile circa 10.000 Leute aufgebaut. Das war auch von unserer Seite auch gar nicht geplant. Aber wir waren halt mit dem Produkt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil wir gesehen haben, so wie die meisten Systeme da draußen sind ja so, du zahlst Bitcoin ein und dann bekommst du halt Provisionen auf den Dollarbetrag. Ah, Renditen. Und der große Unterschied ist hier, die Renditen sind zwar geringer, aber auf dem Bitcoin. Und alleine der Bitcoin hat halt 1000% gemacht in den letzten 12 Monaten. Das heißt, man nimmt die 1000% und wir haben den Bitcoin sozusagen noch verzweieinhalbfacht. Das heißt, dann ist man halt nicht auf 1000%, sondern Frank hat es vorher hergezeigt. Aus 6.000 Dollar sind es übrigens mittlerweile 150.000 Dollar. Das ist ein Account von mir, ich kann es eh sagen. Das war einer der Accounts von, den ich im Oktober eingezahlt habe. Oh, ich liebe solche Zahlen. Ja, also, aber man muss dazu sagen, das heißt, das meiste hat halt der Bitcoin gemacht. Weil wenn man nur in Bitcoin gewesen wäre, hätte man quasi aus 6.000 Dollar 60.000 gemacht. Okay, ziemlich genau verzehnfacht. Und Optioment hat das ja nur verzweieinhalbfacht. Das heißt, aber es ist halt der Unterschied, ob man 60.000 oder 150.000 hat. Okay? Das heißt, das war so zur Entstehungsgeschichte von Optioment. Und jetzt ist es auch so, dass wir halt international planen. Das heißt, Deutschland war für uns so nebenbei. Wir haben mal bewusst Österreich aufgebaut und haben auch geschaut, dass quasi die internen Prozesse funktionieren, dass das Backend funktioniert. Und da war es auch gar nicht so im Fokus, jetzt richtig groß zu werden. Und eigentlich erst jetzt haben wir gesagt, jetzt nächste Woche wird ja das neue Backend fertig. Jetzt wollen wir wirklich groß werden und international werden, weil jetzt ist halt das Fundament dafür geschaffen. Gut, Frank hat es auch schon erwähnt, bisher war es ja nur reines Aktientrading. Das heißt, die Jungs haben mal das System geschaffen, dass sie quasi unreguliertes Geld sozusagen, also Bitcoin, in ein reguliertes System bringen, dort damit traden und so die Bitcoins vermehren. Und im September 2016 habe ich ja schon zu Lukas gesagt, hey, warum macht sie nicht Kryptowährungstrading? Renditen sind viel höher noch. Hat er gesagt, ja, ist ganz einfach. Der Markt war damals 15 Milliarden groß. Das heißt, der ganze Kryptowährungsmarkt war 15 Milliarden vor einem Jahr. Jetzt ist er 180 Milliarden. Und er hat gesagt, hey, wie willst du mit 50, 100 Millionen in einem 15 Milliarden Markt traden? Das ist einfach viel zu klein für uns. Und erst im Mai diesen Jahres hat er mich dann angerufen und hat gesagt, hey, wir testen jetzt zum ersten Mal Kryptowährungstrading und da werden wir in ein paar Monaten soweit sein. Im 30. September ruft er mich an und sagt, hey, morgen gehen wir damit online. Ich habe gesagt, hey,
Vorlaufzeit wäre gut gewesen. Er sagt, na, jetzt sind wir soweit und wir wollen morgen damit starten. Und ab jetzt gibt es halt Kryptowährungstrading und halt mal um Kapital einzusammeln, gibt es halt die Aktion bis, übrigens bis 20.11. Da war ein Fehler in der Präsentation, der wurde heute ausgebessert. Also bis 20.11. gehen die 4%, dann werden sie es auf, bis Ende des Jahres auf 3% reduzieren und dann ab Anfang nächsten Jahres auf 2,5%. Weil er sagt, dadurch ist es halt stabil und dadurch können sie es halt viel leichter garantieren. Gut, gehen wir kurz in die Prozesse rein, damit man das auch versteht. So, achso, ich muss eine Bildschirmübertragung machen. Wollte sagen, kannst du die bitte auf Bildschirmübertragung machen? Geht das? Ja, du musst vorher deine ausschalten. Alles klar, das ist natürlich eine Sache, die mache ich sehr gerne. Sehr gerne. Bildschirmübertragung, Freigabe unterbrechen. Was noch wichtig ist, vielleicht während du das machst, ist, wie gesagt, bis jetzt hat er uns ja gar nicht, bis vor ein paar Monaten gar nicht so wahrgenommen, weil wir hatten halt ein paar tausend Bitcoin drin und er alleine und seine Freunde hatten halt 35.000. Das heißt, und deshalb ist die Firma eigentlich als, also ein Projekt gelaufen. Das heißt, ein Projekt einer Firma. Es war so ein Nebenprojekt eigentlich, um ehrlich zu sein. Und jetzt ist es halt so, dass sie mitten in der Gründung sind. Das heißt, es wird jetzt auch ein Büro erst gegründet in Dubai. Ich schätze Jänner fertig. Das heißt, dort kann man da auch mit Großinvestoren hinfliegen und auch Networker, die viel aufgebaut haben, können hinfliegen und auch die Jungs kennenlernen. Okay, das heißt, es wird auch erst jetzt alles gemacht, um einfach uns da mehr Transparenz zu liefern. Ja, das wird toll. Ich habe das ja jetzt alles schon im Hinterkopf und teilweise kommuniziert in die Netzwerke. Wir haben ja jetzt quasi nach einem Jahr Bestehen, nach einem Jahr Jubiläum plus diese Prozesse, die jetzt stattfinden, Verbesserung der Webseite, Büro in Dubai. Das ist ja jetzt eine Wahnsinnschance für alle, das Momentum, sowohl der im Bitcoin passiert, als auch parallel hier mit einer seriösen, vernünftigen Company wahrzunehmen. Ja, es gibt immer 80 Milliarden Chancen am Markt und viele Leute lassen sich auch von morgens bis abends von irgendwas Neues begeistern, aber haben meistens, ich sage es jetzt ganz knallhart, nicht wenigstens ihre 200 Euro am Tag, die sie verdienen, und laufen von einem System zum nächsten. Ich sage immer eins, Fokus, Fokus, Fokus. Das hat jeder Volkstrainer gesagt. Leider verstehen es immer die wenigsten. Wenn man ein gutes, sauberes, seriöses, vernünftiges System hat, was funktioniert, fokussieren und dann geht es einem so wie mir. Dann kann man hier in Rekordzeit durchschießen durch die Position, was gerade passiert. Aber dafür bin ich auch präsent und kümmere mich von morgens bis abends. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Sorry, wenn ich das nochmal eingegriffen habe. Nein, es passt schon. Das ist ein wichtiger Punkt. Mach mal. Also, da ist halt, übrigens, Optiment gibt es schon als Plattform sozusagen das Namen erst seit September 2016. Aber die machen das, wie gesagt, schon seit 8 Jahren. Und unser Freund, also der Coindit-Chef, der hat das ja schon im November 2015 genutzt. Das damals gab es halt keine Webseite, sondern nur einen Link. Dort konnte er sich einloggen, also ein reines Backend. Und er hat das schon 2015 genutzt. Okay? Aber es war halt nur, weil er halt sein Freund war. Es war nur ein Freundschaftsdienst. Gut, ich kann mich noch immer keinen Bildschirm übertragen. Du dürftest noch immer deinen haben. Meine Freigabe des Bildschirms habe ich unterbrochen. Schauen wir gleich mal. Normalerweise. Ja, das läuft noch. Das ist aber eine andere Steuerung. Du musst nach oben gehen. Ja, warte mal eine Sekunde, stoppen. Jetzt müsste es weg sein. Ja. Genau. Jetzt kommt der Bernd und jetzt kann der Attacke machen. Genau, jetzt seht ihr meinen Bildschirm, oder? Super. Klasse, ja. Das heißt, das muss ich auch sagen, bis Dubai übrigens, da kann man dann wirklich ins System reinschauen. Die Jungs wollen natürlich speziell mit der Software nie, dass man das System nachvollziehen kann, ist eh logisch und so weiter. Das, was wir jetzt haben, ist Listen, wo man ganz klar sieht, hier zum Beispiel, ich erkläre ein paar, hier sieht man, hier wurde hauptsächlich Bitcoin, ich erkläre jetzt beide Listen, die Krypto-Liste und die noch ausgereiftere Arbitrage-Liste. Das heißt, man sieht hier, wurde hauptsächlich Bitcoin in Euro getradet. Das heißt, es wird fast immer nur, es wird schon viel in Altcoins auch gemacht, aber die Trades laufen fast hauptsächlich Bitcoin, Euro, Zcash, Euro, Ethereum, Euro und so weiter. Okay, das heißt, man geht da rein, raus, ist nichts Sexistisches, sorry, aber so wird da in etwa gehandelt. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel, hier wurde um 3.360 Euro wurden Bitcoins gekauft.
im Volumen in dem Fall nur 0,88. Das heißt, oder hier gleicher Preis, 3,5 Bitcoin und so weiter. Bitcoin, hier wurden Ethereum gekauft zu diesen Preisen. Das sind alles Käufe, Käufe, Käufe. Hier wurde dann verkauft, Zcash Euro. Zcash Euro, also das werden die meisten nicht kennen, Zcash Euro verkauft. Und hier wurde wieder gekauft, Bitcoin Euro und so weiter. Das heißt, Bitcoin ist elendslang. Im Endeffekt machen die Jungs, also sie wollen das eigentlich auch nicht offenlegen, um ehrlich zu sein, wie viele Renditen sie machen. Ich habe sie aber überzeugt, wir werden jetzt dann Listen kriegen, wo man auch die Margen machen, sehen, dass sie machen. Das heißt, die machen halt wirklich um ein Vielfaches mehr. Ja. Aber jeder, der sich mal mit Kryptowährungstrading auskennt, weiß, dass das halt eh locker möglich ist. Also um dann Bernd hier nochmal zu bestärken, wie gesagt, ich bin in der Trading und der Private Placement Ziele Zürich, Singapur, da geht es auch mit größeren Summen ab 1,5, 10 Millionen. Da gibt es geile Sachen, wenn man den Zugang seriös hat. Und die, ich habe mit Freunden, die sind ins Trading reingegangen, ab 1 Million Euro, und die haben innerhalb von 7 Monaten verzehnfacht. Ja, ihr Kapital. Aber das ist, reden wir ab 1 Million. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. Die Trader, die verdienen ja auf diese Summe das Doppelte obendrauf. Die nehmen sich das Doppelte an, also beziehungsweise die Hälfte des Ertrags auch schon als Fee weg. Das heißt, in den Trading-Summen, der großen Summen, institutionellen Summen, da werden natürlich auch an die Leute was weiteres weitergegeben. Aber hier bezogen ist ja klar, dass die Angst haben, dass man weiß, dass sie da oben 50, 70, 80, 100, 150% drauf verdienen. Ich kann aber immer nur noch sagen, das ist wiederum die Sicherheit, dass ihr wisst, dass die Rendite von 4%, die für einen Laien, der sich nicht auskennt, sehr viel klingt, wiederum für mich als Profi sagt, ja, ist ganz nett, aber es ist immerhin da und funktioniert. Und das ist der Punkt. Und das ist die große Möglichkeit, hier public ein großes Netzwerk aufzubauen, weil man dann im Hintergrund auch weiß, mit gutem Bauchgefühl, das ist alles real und das funktioniert. Sorry, ich wieder mit meiner... Ja, nein, du, wenn man noch höhere Renditen möchte, dann muss man halt entweder selber traden, genau. Muss halt gut sein, oder halt mit großen Summen kommen. Aber das ist halt der Deal, das hat er halt von Anfang an zu uns gesagt. Er hat gesagt, hey, bei kleinen Investoren, das ist der Deal, diese Rendite gibt es und deshalb, die zahle ich aber fix aus dafür und ihr könnt es halt fix kalkulieren. Genau. Das war halt auch für uns optimal. Hier sieht man ein bisschen ausgereiftere Statistik, nämlich hier rein mit der Software. Das heißt, sieht man den Bildschirm? Ja. Ja. Und zwar hier sieht man zum Beispiel, 1. August wurde gekauft, oder nehmen wir eine her, die jeder kennt. Genau, Alrosa. Okay. Alrosa ist einer der größten Diamantenhändler der Welt und der größte in Russland. Okay, wurde hier gekauft. Ist auch lustig, dass ich das Beispiel gerade nehme, sehe ich. Für 76 Rubel, 403.000 Stück und wurde verkauft ein paar Tage später mit minus 75,45. Ist kein Problem, ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel, aber ich mache hier, sieht man das ja. Recht, weil ich sehe nämlich, ich liebe Live-Webinare, die sind haben was Romantisches. ich merke es gerade. Ah, hier sieht man es, okay. Weil das sind verschiedene Konten. So, hier sieht man. Also in dem Konto wurde in einem Zeitraum von 2 Monaten 132% gemacht. Okay? Und hier kann ich dann weiterklicken. Hier wurde 83% gemacht, 51% gemacht, 40%, 34, 96, 63, 143, 28 und so weiter. Das sind auch welche dabei mit Minus. Machen nicht immer nur Gewinne. Und was halt ist, Frank hat es auch vorher gesagt, das sind halt hauptsächlich Blue Chips. Zum Beispiel hier auch 5. August. Wurde Aeroflot gekauft, vielleicht erwische ich diesmal eine, die einen Gewinn macht. 87 Rubel, 412.000 Stück. Jetzt habe ich schon wieder eine erwischt mit minus 85,45. Schauen wir aber hier noch. Aeroflot für 83,60 gekauft. So, wo wurde die wieder verkauft?
Genau. Gekauft. Oh, hier. Um 101,95 gekauft, um 104 verkauft. Ein paar Tage später. Okay? Also im Endeffekt sieht man halt die Gesamtperformance, um die geht's. Wie gesagt, in dem Fall 67,2% auf dem Konto und so weiter. 120. Das heißt, und das war halt noch in einem Markt mit einer Software, der bei Weitem nicht so volatil ist, aber der halt erprobt ist und wo halt viel Kapital möglich ist. Und im Kryptowährungsmarkt sind halt noch ganz andere Margen möglich. Und das ist halt das Interessante. Ja, gut. Wie gesagt, es werden hier noch genauere Statistiken kommen im Kryptowährungsmarkt. Es gibt da auch wöchentliche Updates. Wie gesagt, man kann sich das System ab Jänner auch anschauen in Dubai. Ja. Ich glaube, für Fragen sind wir nachher eh noch da und sonst übergebe ich wieder an den Frank und es hat mich gefreut bis jetzt. Ja, Bernd, vielen Dank für deine Erläuterung, vor allem auch, dass man mal die Story dahinter gehört hat. Oh, da ist er ja. Jetzt würde ich sagen, dass du deinen Bildschirm wieder abschaltest, weil du hast jetzt nämlich in der Übertragung. Habe ich schon? Ja, ich sehe dich ganz toll, du siehst hervorragend aus. Da. Also, ja, aber mein Bildschirm ist nicht mehr. Nee, die Cam müsste mal wegmachen. Irgendwie. Warte mal eine Sekunde. Was mache ich? Die Cam ist weg, genau. Also jetzt gehe ich wieder mal hier Bildschirm freigeben. Das bin ich jetzt wieder. So. Dann machen wir das. Und dann gehe ich wieder zurück und mache jetzt hier. So, von Anfang an wiedergeben nicht, sondern von der aktuellen Folie. So, jetzt kurze Frage nochmal an den Stefan. Stefan, kann man das wieder sehen, alles? Ja, hervorragend. Hervorragend. Ja, so, ein tolles Team hier, ist total toll, macht mir voll den Spaß. Ja, also, jetzt kommen wir zum Option Affiliate Programm. Ja, es gibt einen Unterschied bei Optiment und ich fange jetzt an, den ganz kurz zu erklären. Wir haben ein Affiliate-Programm. Affiliate, für den, der nicht weiß, was es ist, soll es durchaus geben, dass es nicht jeder weiß. Du kannst dich zum Beispiel auch als Kunde bei Amazon anmelden für ein Partnerprogramm, auch Affiliate genannt. Und wenn du dann Produkte von Amazon auf Facebook empfiehlst oder postest, ist dein Link dahinter gelegt und dann kriegst du zum Beispiel 5% Provision für den Produktverkauf. Manche Leute machen das sogar professionell und verdienen nur mit Amazon-Affiliates teilweise sechsstellige Summen im Jahr als Einkommen, weil das geht ja dann nach Staffeln, dass man dann irgendwann 8%, 9%. Das heißt, Affiliate-Programme, siehe PayPal, Tesla, alle innovativen Unternehmen arbeiten heutzutage mit dem Affiliate-Programm, das heißt Empfehlungsprogramm. Warum? Was gibt es Besseres, wenn ein Kunde mit sich zufrieden ist, mit seinem Produkt, mit seinem Service, mit seiner Dienstleistung, mit seinem Investment und empfiehlt es andere weiter. Nur ein zufriedener Kunde ist, das bringt 10-mal mehr als jede Werbung, die man bezahlt draußen von solchen Unternehmen. Und deswegen muss man immer wissen, wenn irgendeiner auf euch zukommen sollte und sagt, nee, das ist ja unseriös, ja ein Empfehlungsprogramm, dann soll er sich an den Kopf fassen, weil selbst jede Bank heutzutage einen Prämienkatalog rausgibt für ein Empfehlungsprogramm, das du weitere Kunden empfiehlst. Jedes Unternehmen, was nicht blöd ist, hat ein Kundenempfehlungsprogramm. Das mal klargestellt. Hier kommen wir jetzt erstmal zu dem Affiliate-Programm, was am einfachsten zu verstehen ist, nämlich das, was man direkt kriegt für jede Leute. Wer empfiehlt, gewinnt. Und jetzt kommen wir dazu. Beispielsrechnung. 2 Bitcoin, ca. $10,000 wert. Vor ein paar Wochen. So, und jetzt siehst du, hier ist eine Person oben und jetzt schreibst du 10 Leute rein. Das ist so ein Beispiel. Also 10 Leute als Empfehlung kommen bei dich. Und diese 10 Leute, auch nur ein Beispiel, machen 10-mal das Gleiche. Ist ja nun nicht so schwer zu verstehen, wenn man sich hier das Webinar anschaut, dann sieht man ja, das ist eine tolle Sache. Da wen zu gewinnen, der sagt, wow, ich will ein passives Investment-Einkommen, ist jetzt kein Hexenwerk. So, jetzt hast du also 10 Leute und die haben 10, dann sind das 100-mal 2 Bitcoins als Beispiel, die durch dich in der Kette investiert wurden. In der zweiten Ebene, also indirekte Linie ist die zweite Ebene, so 200 Bitcoins. Oder was passiert jetzt? Man hat auch ein anderes Beispiel. Man kann auch sagen, wenn 10 Leute 100 weiter, also 10 mal 10 ins Geschäft bringen oder beziehungsweise weiterempfehlen, hat man 100. Und wenn die 100 das auch 10 mal machen, hat man schon 1000. Und wenn die 0,2 Bitcoin investieren, sind das auch 200 Bitcoins, nämlich 200 Bitcoins. Mal durchschnittlich 4% Empfehlungsgeber Provision, weil erste Linie sind es 7, also die man direkt einschreibt, sind 7 und die zweite Linie sind 4%. Ja, recht einfach zu verstehen, hat man 8 Bitcoin aktives Einkommen, was man allerdings passiv bekommt aus diesen 200 Bitcoin. So, und das hier nochmal durchgerechnet, 200 Bitcoin, nur 2 Ebenen tief, also wir reden nicht über mehr als 2, nur 2 Level tief, 8% Rendite im Monat,
sind 16 Bitcoin für die Kunden, an Anleger. 50% zum Beispiel lässt er sich ausschütten und 50% lassen die wieder ins Reinvestment gehen. Diese 50% Ausschüttung, 50% Reinvestment. Jetzt ist das Reinvestment nämlich interessant. Denn 8 Bitcoins Reinvestment jeden Monat mal 4% sind passiv pro Monat 0,32 Bitcoin. Das ist noch einfach zu verstehen. Was noch dazu kommt, ist aber, dass natürlich auch durch das Reinvestment die Bitcoin-Anzahl, die sie jeden Monat reinvestiert wird, steigt ja immer höher und immer mehr. Das heißt, das ist erstmal nur ein zu einfach zu verstehender Betrag, den jeder nachvollziehen kann. Anfänglich 0,32 Bitcoin, das steigt immer mehr. Dann sehen wir hier, nach einem Jahr sind aber aus den 200 Bitcoins, ja, das sagte ich, kumuliert Zinseszinseffekt 400 Bitcoins geworden. Und jetzt kriegt derjenige auch 50% Reinvest, also geht auch auf 50%, aber das sind 16 Bitcoins statt 8, hat sich ja die Bitcoin-Zahl verdoppelt. Also, und das mal 4% Empfehlungsgeberprovision, hat man schon 0,64 Bitcoin passiv pro Monat Einkommen. Wir reden nur über zwei Ebenen. Und jetzt kommt, das ist nicht unentscheidend, die sehr wahrscheinliche Wertsteigerung des Bitcoins ist noch nicht eingerechnet. Das heißt, da alles in Bitcoin ausgezahlt wird, werden deine passiven Einnahmen nicht nur mehr ausgrund der Reinvestitionen, werden auch immer mehr aufgrund des Wertzuwachses des Bitcoins. Und das nenne ich mal ein demokratisches finanzielles Freiheitssystem, was sowohl für die Investoren funktioniert, als auch für den Vertrieb funktioniert. Also ein Win-Win-System. Und das finde ich gut. In meiner Welt finde ich das toll. Ich habe viel gesehen in 25 Jahren Erfahrung, Finanzdienstleistung und Investment. So, zusammengefasst. Optimate bietet dir die Möglichkeit, deine Bitcoins auf sichere und lukrative Weise zu vermehren. Optimate bietet dir durch Bitcoins völlige Anonymität. Optimate bietet dir ein noch nie dagewesenes, einzigartiges Trading-System, transparent. Optimate bietet dir ein gutes Passiveinkommen. Bau dir ein Team auf und starte mit uns durch. Das ist kein Muss, das ist ein Kann. Natürlich kannst du auch nur ein paar Leute weiterempfehlen, wo du sagst, Mensch, dem gönne ich das überhaupt. Manchen Menschen gönnt man das ja nicht. Du kannst auch sagen, ich will gar keinen weiterempfehlen und holst nur das Investment-Einkommen. Es ist nicht verboten, egoistisch zu sein. Aber du kannst, wie gesagt, auch sagen, ich möchte gern mehr. Und jetzt ist meine Frage an dich, der da jetzt sitzt und hier zuschaut. Wie gut gefällt dir das, was du bis jetzt gesehen hast? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für schlecht und 10 für sehr gut steht. Wo steht das für dich? Auf welcher Skala? Wenn es nicht mindestens auf 9 steht, dann solltest du in jedem Fall mit deinem entsprechenden Empfehlungsgeber, der dich hier reingeholt hat, Rücksprache halten und die offenen Fragen mit ihm, und ich helfe auch gerne dabei, klären, bis es auf 10 steht. Dann sehen wir hier, deine Zukunft sowie passive Investment und Affiliate-Einkommen beginnen hier. Treff die richtige Entscheidung. Wer will, zögert nicht. Und wer zögert, der will nicht. Optimate. Wende dich bitte nach diesem Seminar, noch nicht ausklingen, mir zuhören bitte. Wende dich bitte nach dem Webinar an die Person, die dich auf dieses Webinar aufmerksam gemacht hat, die dir den Link dazu geschickt hat, die dir das empfohlen hat. Oder aber, wenn ich das war, es kann ja auch sein, weil ich nicht ganz untätig bin und du mich über Facebook oder irgendwo gesehen hast, dann natürlich an mich wenden. Ansonsten waren es einer der anderen Partner. Bitte an den Partner fairerweise an den Partner wenden, weil Fairness ist das Allerwichtigste. Denn das erwartet man ja auch selbst. Und jetzt kommt, was jetzt passiert ist, bitte nur die Leute drinbleiben, die wirklich daran Interesse haben, nämlich Folgendes. Wer sich für eine Einkommenskarriere, den aktiven Vertrieb von Optimate und tolle Wettbewerbe interessiert, der sollte sich den zweiten Teil der Präsentation jetzt anschauen. Aber nur derjenige, der das auch wirklich will, wer daran kein Interesse hat, eine Einkommenskarriere zu machen, aktiven Vertrieb zu machen oder Wettbewerbe zu haben. Wenn er nur Investor sein will und ein paar Empfehlungen weitergeben will, der braucht sich das nicht anschauen. Nur die Leute, die wirklich auch richtig damit in den nächsten Wochen und Monaten ein hohes Einkommen aufbauen wollen. Alle anderen können jetzt abschalten. Denn jetzt geht es gleich weiter. Und zwar in 30 Sekunden.
So, okay, jetzt geht es weiter mit der Einkommenskarriere. Optiment, der Provisions- und Vergütungsplan. Dann sehen wir hier, fangen wir an, die Bonuslevel im Detail. Ich springe sehr schnell durch, einfach und schnell, damit jeder versteht. Die Eigendeposit, die Eigeninvestition ist Minimum 0,15 Bitcoin. Man bekommt dafür für jede Person, die man direkt ins Geschäft holt, also direkten Partner, gibt es 7% auf alle Bitcoins, die der investiert. Natürlich auch zukünftig auf alle Reinvestments, die der investiert. Das heißt, über die nächsten Jahre hat man immer 7% an diesen Partnern auf alles, was sich da bewegt. Das ist schon sehr spannend. Dann sehen wir hier ganz wichtig, Bonuslevel im Detail, Silver Trader. Eigendeposit auch nur 0,15 BTC. Was mal braucht man mindestens? Mindestens 3 direkte Partner, auch Trader genannt. Und es müssen mindestens 3 Bitcoin-Umsatz in der Struktur gesamt sein. Aber maximal 50% davon aus einer Linie. Was heißt das? Wenn du also in einer Linie 3 Bitcoin-Umsatz hast und in den anderen 2 Linien hast du nur 0,5 Bitcoins-Umsatz, dann zählen die 3 Bitcoin-Umsatz auf der einen Linie nur mit 1,5 Bitcoins plus 0,5 aus der anderen Linie sind 2 plus 0,5 aus der dritten Linie sind 2,5. Fehlen noch 0,5 Bitcoin, damit man dann Silbertrader wird. Ja, immer darauf achten, dass man ein gutes Gleichgewicht reinbringt. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man auch mal 4 oder 5 Leute oder 6, so wie ich. Ich habe jetzt 12 oder 13 eingeschrieben in den letzten 2 Wochen und dann ist man schon auf der sicheren Seite. Dann sehen wir hier in der zweiten Ebene, gibt es dann zusätzlich 4%. Das macht schon Spaß. Ich sage euch ein Beispiel, weil ich bin ja auch nicht anders als ihr hier reingekommen. Also ich bin jetzt nicht in irgendeiner Weise mit einem Maybach abgeholt worden, habe den roten Teppich ausgelegt gekriegt, was aber bald so sein wird. Spaß beiseite, Bernd. Das heißt, ich habe hier auch ganz normal vor 4 Wochen angefangen, habe 2 Wochen Urlaub gehabt, komme nach dem Urlaub wieder, gebe Gas und es sind jetzt Ende der Woche mindestens ca. 50 bis 60 Umsatz Bitcoin schon bei mir drin. Von dem, was schon drin ist und von dem, was jetzt schon weiß, was ich schon fest weiß, was kommt. Und das heißt, es geht hier recht schnell, erfolgreich zu werden. Und Ebene 2 gibt 4%. Das heißt, bei mir zum Beispiel letzte Woche klickte es Freitag im Backoffice. Es klickte Samstag in meiner E-Mail. Es klickte gestern in meiner E-Mail. Allein von Freitag bis heute, und ich bin erst 2,5 Wochen dabei, nicht mal, also offiziell aktiv, sind es schon knapp 1.500 in 3-4 Tagen. Nee, das stimmt nicht ganz, sorry. In 3-4 Tagen, das waren roundabout 700-800 passiv. Und davor die letzten 2 Wochen sind das ungefähr, das waren ungefähr 3.000 Euro passiv. Und das komplett in der Anfangszeit. So, dann sehen wir hier die Bonuslevel im Detail. Goldtrader. Was muss man dafür erreichen? Man braucht ab Gold, und das ist jetzt ganz wichtig, braucht man ein Bitcoin Eigeninvest. Wichtig, dass man das rechtzeitig macht. Ich muss jetzt also in mein Backoffice reingehen und muss jetzt dringend auch erhöhen, weil einer meiner Partner, herzlichen Glückwunsch, Daniel, ist heute auch Silber geworden. Jetzt stehen noch andere Partner auch kurz davor. Das heißt, hier in so kurzer Zeit schon auch die Partner erfolgreich tun, was ich kann, ihnen zu helfen. Sehen wir hier, ein Bitcoin muss rein. 2 Silver Trader braucht man, also man braucht 2 Silber, die es geschafft haben. Dann dazu den einen Bitcoin, dann ist man Gold. Und man braucht 12 Bitcoins Umsatz in der Struktur. Wieder das gleiche Thema, davon natürlich maximal 50% aus einer Linie, die angerechnet werden. 12 Bitcoin ist, ja, ist wirklich ein Witz. Dann sehen wir hier erste Ebene 7%, zweite Ebene 4, dritte Ebene 3. Oh, das macht schon Spaß. Dann kommen wir weiter. Und sehr wichtig und wirklich sehr wichtig, ich erlebe das in den letzten Tagen immer wieder, jeder Benutzer, der keine Einlage von mindestens 0,15 gemacht hat, erhält keine Provision aus dem Netzwerk. Das heißt, man hat zwar einen Referral-Link, aber den kann man sich hinten dran schnüren, der geht nicht. Denn ohne Einlage hat man gar keine Bonusstufe. Also bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr es weitergibt, sorgt den Leuten diese Platzhalterprovision und diese komischen Leichen und Minusdenker, die dann alle ankommen und klauen einem ihre Zeit und denken, jetzt kann sie Geld verdienen, ohne irgendwas zu machen. Vergisst es, die haben hier keine Chance. Unter 0,15 geht hier gar nichts. Und das Zweite ist, es gibt noch eine tolle Sache, die dafür sorgt, dass tote und inaktive Leute hier zu euren Gunsten, also das heißt, wo ihr dadurch mehr verdient, weil die fallen in dem System raus. Aber das
nicht, die werden nicht rausgeschmissen, aber es gibt eine Regel, das nennt sich Dynamic Compression, erkläre ich nachher. Die Bonus-Level im Detail, Platin-Trader. Jetzt wird es interessant. Eigenduplizit 1 BTC, 2 Gold-Trader braucht man, also 2 Leute aus der Struktur, die Gold geschafft haben und nur 48 Bitcoin-Umsatz in der Struktur. Ein Partner von mir hat jetzt gerade seinen Platin-Trader am Mittwoch geschafft und ich kann nur sagen, was er mir gesagt hat. Ich war selbst überrascht, also ich konnte es kaum glauben, weil ich wusste es vorher nicht, dass sich das so brachial auswirkt. Er sagte, Frank, du bist ja bald soweit, 6-8 Wochen, hab spätestens bist du deinen Platin-Trader geschafft, nachdem wie es jetzt läuft. Ich sage, ja, und was willst du mir damit sagen? Er sagt, ja, dann hast du einen 30er im Monat. Ich sage, was? Das habe ich jetzt nicht gewusst, glaube ich nicht. Und dann sagt er zu mir, nee, ich habe es geschafft, seit Mittwoch bin ich Platin-Trader und ich habe so roundabout 1200 Euro am Tag bekommen. Also muss ich sagen, das ist, glaube ich, schon eine sehr überschaubare Zeit, in der man hier ein vernünftiges Einkommen, das mit der Zeit auch immer mehr wächst, aufbauen kann. Da sehen wir hier, erste Ebene 7%, zweite Ebene 4%, dritte Ebene 3%, vierte Ebene 3%. Also da kommt schon was zusammen, ne? Was durch die Reinvestments und durch die Einmalanlagen und Neueinstiege passiert. Die Bonuslevel im Detail Diamond Trader, Eigendeposit 1 Bitcoin, man braucht 3 Platin Trader und 240 Bitcoin Umsatz in der Struktur gesamt, wieder mit der 50% Regel. Dann bekommt man auch in der fünften Ebene zusätzlich nochmal 3%. Das heißt, wie bisher, alle Ebenen 7, 4, 3, 3 und noch fünfte Ebene 3%. Ja, und dann schauen wir hier den Global Trader, auch wieder Eigendeposit 1 Bitcoin, 3 Diamond Trader braucht man und 800 Bitcoins Umsatz in der Struktur. Das klingt für viele jetzt wieder unglaublich viel, aber glaubt mir, wie ich jetzt in meiner eigenen Entwicklung sehe, nur 2,5 Wochen, wenn hier jetzt 60 Bitcoins schon in der ersten und zweiten Linie zusammen sind, Freunde, dann sage ich euch, dann sind 800 Bitcoins in wenigen Monaten nur Auswirkungen. Man muss nur einfach seinen Job machen, der Rest passiert wie von alleine. So, dann sehen wir hier, dann gibt es die sechste Ebene nochmal 3% und dann sehen wir hier die Bonuslevel im Detail. Universum Trader, ja, das finde ich total geil. Das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, der Bernd hört ja auch zu, der Lizenznehmer, der sich diese Begriffe mal ausdenkt, ja. Denke ich sofort bei Universum, denke ich sofort an Flash Gordon, ja. Aber irgendwie ist es schon wieder cool. Eigendeposit ab da an, aber die hat man dann auch ganz locker. 3 Bitcoin, also ich sage auch immer, wer in seinem eigenen System nicht wirklich investiert, überzeugt, der soll es lieber auch nicht betreiben, weil ich mache dieses System, weil ich davon überzeugt bin und selber Geld investiere oder Bitcoins. Und wenn einer sagt, nee, ich gucke nur, dass ich so wenig wie möglich reinbringe, dann passt das von der ganzen Energie gar nicht, weil wie kann einer was empfehlen, was er nicht selbst glaubt oder was er nicht selbst versteht oder wo es nicht selbst nutzt, ja? So, also Eigendeposit 3 Bitcoin, 3 Global Trader braucht man dafür dann, die nachgezogen sind und 2000 Bitcoin Umsatz in der Gesamtstruktur mit der 50% Regel. Und dann bekommt man die siebte Ebene zusätzlich auch nochmal 3%. Ja, und da kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man beim Platin Trader schon, nämlich nicht mal bei der Hälfte dieser Pyramide hier, wenn man hier bei der Hälfte nicht mal angekommen ist und schon richtig Geld verdient, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was es bedeutet, wenn man das System durchlaufen hat. Also da reden wir dann schon deutlich über sechsstellige Einkommen. So, Umsatzvoraussetzung Beispiel, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Um zum Beispiel den Bonus-Level Diamond Trader zu erlangen, brauchst du 3 Platin Trader Partner in 3 verschiedenen Linien. Ganz wichtig, nicht in einer. Egal ob direkt oder indirekt. Also ist es egal, ob es deine direkten sind, aber sie müssen in 3 verschiedenen Liedern Trader Partner geworden sein, also Platin. Und ein Gesamtumsatz von 240 Bitcoin in deiner gesamten Downline, von denen aber nicht mehr als 50% aus einer Linie stammen dürfen. Das sieht dann so aus, da oben Diamond bist du, dann deine Partner, dann kommen die anderen Partner und dann siehst du hier, jetzt ganz wichtig, linke Seite siehst du 200 Bitcoins, in der Mitte siehst du 100 Bitcoins und rechts außen siehst du 80 Bitcoins. So, und jetzt ist es halt wichtig zu wissen, aus der starken Linie mit den 200 Bitcoins werden nur 100 angerechnet. Das heißt, 100 plus 100 in der Mitte plus 80 außen sind 280, hat man es geschafft. Aber die 200 alleine plus so irgendwie 40 beim zweiten Partner, das würde nicht ausreichen. Das sind nicht 240 dann, sondern das wären die Hälfte von 200 plus 40 wären nur 140. Also darauf achten, dass man gut gewichtet. Ist aber nicht so schwer. So, da sehen wir hier nochmal 80 Bitcoin beinhaltet. Beispiel 1 aus Sicht eines Traders. Jetzt kommt was ganz wichtig. Das nennt man Dynamic Compression. Das
beschützt euch, wenn ihr aktiv und fleißig seid. Das ist euer Sicherheitsfallschirm. Denn wir sehen jetzt hier oben die Position von verschiedenen Namen. Heyup ist Diamond, Max ist Platin, Anne ist Gold, Peter ist Silber, Momo ist Trader. Dann sehen wir darunter, kleiner Scherz, Level 1, der Momo kriegt Level 1 7%. Level 2, Heyup, und das ist entscheidend, siehst, da oben Heyup ist Diamond. Heyup greift 5 Ebenen tief, also Heyup kann über 5 Ebenen tief verdienen. Der Max greift nur 4 Ebenen tief, weil er ja nur Platin-Trader ist, also kriegt über 4 Ebenen nur Provision. Dann kommt die Anne, die greift über 3 Ebenen, weil sie Goldtrader ist. Und dann kommt der Peter, der ist Silber, der kriegt über 2 Ebenen Provision. Und jetzt kommt der Momo. Momo greift nur eine Ebene tief. Also nur 7% erste Ebene, weil er ist ja nur Trader in Gänsefüßchen. So, also Momo darf Ebene 1 als Trader in Gänsefüßchen abgreifen. Ja, da sehen wir den Pfeil. Momo darf Ebene 2 als Trader nicht abgreifen. Der nächste Silbertrader oder höher schon. Das heißt, die bekommen das dann. Und dann sehen wir hier, Momo darf Ebene 3 als Trader nicht abgreifen, der nächst höhere Gold-Trader oder höhere Position schon. Und dann Momo darf Ebene 4 als Trader nicht abgreifen, der nächste Platin-Trader oder höher schon. Und dann Momo darf Ebene 5 als Trader nicht abgreifen, der nächste Diamond-Trader oder höher schon. Und so weiter für Level 6 Global-Trader und Level 7 Universum-Trader. Beispiel 2 aus der Sicht eines Silber-Traders. Dann sehen wir hier, oben ist der Gold, Peter greift 3 Ebenen tief, weil Diamond Trader, Momo greift 4 Ebenen tief, weil Global Trader, da steht jetzt aber Platin, von dem ich wer die Präsentation gemacht hat, ist aber nicht schlimm. Wir meinen, wissen schon, was wir meinen, 3 Ebenen tief ist tatsächlich nicht Gold Trader, na gut. Luco Universum Trader greift 5 Ebenen tief, dann sehen wir hier, Jack greift 2 Ebenen tief als Jade, als Silver Trader, das stimmt auf jeden Fall. Hier Jack darf Ebene 1 als Silver Trader abgreifen. Das ist klar. Jack darf Ebene 2 als Silbertrader abgreifen. Das geht auch. Dann sehen wir hier, Jack darf Ebene 3 als Silbertrader nicht abgreifen. Der nächst Goldtrader oder höher darf das schon. Und so weiter. Das heißt, hier ist es immer so, wenn einer die Position nicht erfüllt, geht das immer an die nächsthöhere Position, die es darf. Und das ist auch immer wichtig, wenn einer Positionen blockiert, kann er nicht blockieren. Die Provisionen fließen immer an den nächsthöheren. Und ich sage es immer so, mein Sponsor ist ein Top-Typ, hat jetzt schon etwas gejammert, im Positiven natürlich, und sagt, Mensch Frank, wenn du so schnell durchs System durchrauschst, dann bist du so stark in meiner Linie, dann gehen mir erstmal Provisionen verloren, weil er es nicht schafft, so schnell die anderen Linien auszugleichen. Natürlich jammert man am Anfang, ist ja klar, das ist normal, wer nicht, wenn er dann plötzlich 20.000, 30.000 Euro nicht hat, die nach oben fließen, weil er nicht die Qualifikation mit der 50%-Linie erfüllt. Aber jetzt kommt das Positive, wenn man dann nachlegt auf den anderen Linien, dann kommt man ja wieder in den Ausgleich und dann macht es umso mehr Spaß, wenn man starke Partner wie mich hat. Ja? Da sieht man hier also, und deswegen erhält darum alle Provisionslevel von Jack, für die dieser nicht berechtigt ist. Das heißt, das fließt alles von oben und nach oben, wofür keine Berechtigung des Partners vorliegt. Und so weiter. So, das war schon der Vergütungsplan. Und jetzt die Frage zum Vergütungsplan, weil Investment hatten wir in dem vorigen Teil eines Webinars schon geklärt. Wie gut gefällt dir das, bezogen auf den Vergütungsplan, was du bis jetzt gesehen hast? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für schlecht und 10 für sehr gut steht, wo steht es für dich vom Vergütungsmodell, auch was den Bitcoin-Wertzuwachs angeht, den man mitnimmt und so weiter, wo steht das für dich? Wenn es nicht auf mindestens 9 steht, sprich bitte mit deinem Empfehlungsgeber, Sponsor, sprich bitte mit ihm darüber, klär alle offenen Fragen. Ich helfe dir dabei, bis es für dich auch wirklich alles beantwortet ist und dann auf 10 steht. Dann sehen wir hier wieder, trefft die richtige Entscheidung, wer will, zögert nicht und wer zögert, will nicht. Das ist Optiment, eine zeitgemäße Möglichkeit, an dem Trend Kryptowährungen, Kryptomarkt und Bitcoin zu partizipieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für deine Aufmerksamkeit. So, jetzt ist der Stefan, bist du da noch? Eine Sekunde.